Am heutigen Frohen Leichnamstag mag beim deutschen Leitindex nicht so wirklich Feierlaune aufkommen. Belastet durch schwache Vorgaben aus den USA bzw. aus Japan notiert der DAX aktuell bei 8.327 Punkten bzw. mit 0,1% im Minus. Insbesondere in den USA gerieten die Märkte gestern unter Druck. Sowohl Dow Jones als auch S&P 500 gingen in einem stark volatilen Handel mit einem Minus von 0,7% aus dem Handel. Hier sorgen insbesondere Aussagen des Fed-Präsidenten von Boston für Unruhe. Dieser stellte eine moderate Reduzierung der Anleihekäufe in Aussicht. In Japan steht der Nikkei mal wieder im Fokus, wie schon in den vergangenen Tagen. Des Öfteren ist auch hier der Handel nach wie vor stark volatil. Gestern verlor der Nikkei über 5% an Wert. Insbesondere schwache Vorgaben aus den USA und auch die aktuelle Yen-Stärke belasten den Gesamtmarkt und insbesondere exportlastige Werte wie Panasonic oder auch Suzuki Motors stehen derzeit unter Abgabedruck. Am deutschen Gesamtmarkt sorgt heute die Linde-Aktie für Schlagzeilen. Diese schüttet eine Dividende von 2,70 Euro an seine Aktionäre aus. Aktuell liegt die Linde-Aktie mit 4,5% im Minus. Zudem sorgt Warren Buffett mal wieder für Schlagzeilen. Der Börsenguru und seine Beteiligungsgesellschaft übernehmen den regionalen Energieversorger MV Energy für 5,6 Milliarden US-Dollar. Nachbörslich konnte die Aktie bereits um über 20% zulegen. Des Weiteren im Fokus der Anleger in Stuttgart steht heute der Goldpreis. Gold kann heute aktuell um 1% zulegen, überspringt mal wieder die 1.400 US-Dollar-Marke. Das verleitet den ein oder anderen Anleger in Stuttgart dazu, prozyklisch in den Goldpreis einzusteigen, weshalb insbesondere Knockout-Calls auf das Edelmetall gesucht sind.